Mallorca im Herbst. Reiter Revue International ist zu Besuch auf dem Gestüt Esfanga, das der deutschen Familie Eisenmann gehört. 83 Pferde sind hier zu Hause, genießen endlose Weiden und die Sonne Spaniens. 30 Mitarbeiter kümmern sich um die Ausbildung der Pferde, dafür stehen zwei Sandplätze und eine Reithalle zur Verfügung. Alle Tiere genießen täglichen Weidegang mit zahlreichen Unterstell- und Melzplätzen. Gestützleiter Patrick Kofler erläutert die tägliche Arbeit im spanischen Pferdebetrieb. Esfanga hat an die 43 Zuchtpferde, das heißt, wir haben 11 Zuchtstuten, dann diverse Jahrgänge, Jährlinge, Zweijährige, Dreijährige, Vierjährige und der älteste Jahrgang ist jetzt fünfjährig. Des Weiteren haben wir eine kleine Ponyherde, wir haben auch einen alten Teil, das sind quasi unsere Rentner, die eben auch so ein bisschen auf Esfanga mitarbeiten und die Jungpferde betreuen. Rentner wie Haflinger Stute Nelly leisten Jungpferden zum Beispiel beim Schmiedgesellschaft. So wird auch die Hufpflege schnell zur normalen Sache. Also wir machen natürlich aufgrund der Größe bei 450 Hektar Weiden natürlich täglich zweimal Kontrollen, Allgemeinbefinden. Die Pferde werden auf den Weiden gepflegt, die Pferde werden auf den Weiden gefüttert. Wir haben dann Folgendes, dass wir die Pferde zweimal die Woche arbeiten, gerade speziell die Jungpferde. Da haben wir so einen speziellen Spielepark, dass die ein bisschen Abwechslung haben und schon mal das ganze Geschäft, sage ich jetzt mal, schon mal mitkriegen. Die müssen auch mal in die Stallgasse gehen, die müssen mal in eine Boxe reingehen, die müssen zu uns in die Halle kommen, während wir die anderen Pferde trainieren, dass die einfach diesen ganzen Ablauf schon mal mitkriegen. Es geht aber bei uns schon bei Fohlen an, dass das Fohlen so nach 2-3 Wochen schon mit der Mutter immer unterwegs ist auf der ganzen Anlage. Das ist manchmal ganz lustig, wenn die das erste Mal einen Esel sehen, dann erschrecken sich die. Die Mutter geht vorbei, Fohlen hinterher. Wir machen Verladetraining mit Mutterstute und Fohlen. Wir machen Schmiedetermin mit Mutterstute und Fohlen. Die müssen die Schmiede kennen, die müssen den Rauch kennen. Also da gibt es eine unzählige Sachen, die wir da mit den Pferden eben unternehmen. Ohne sie zu überfordern, muss ich sagen. Also immer kurze Trainingseinheiten. So lernen die Jüngsten im Beisein der Mutterstute, dass auch Plastikplanen keine Gefahr darstellen. Aber nicht nur Pferde gibt es auf der Finca Esfanga. Die ganze Finca ist ja eine der größten oder die größte Mallorcas, hat über 1000 Hektar. Wir betreiben einen großen Weinanbau, das sind mittlerweile auch schon über 30 Hektar Wein wird hier angebaut, haben eine eigene Abfüllung und haben auch diverse Olivenprodukte, sprich das, was ganz toll ist, wir besitzen ein Naturschutzgebiet, das zur Finca gehört ist, aber wir haben in dem Naturschutzgebiet haben wir über 34 Kilometer Reitwege angelegt, also die gehen bergauf, bergab, man kann manchmal Viertelstunde lang im ruhigen Galopp die jungen Pferde galoppieren, immer so gesandete Wege. Also das ist einfach für die Muskulatur und so weiter, also Gold wert. Kleine Naturhindernisse bieten den Jungpferden Abwechslung in der Ausbildung. Denn obwohl hier Hannoveraner Dressurpferde gezüchtet werden, sollen auch gerade diese einen Sprung machen. Zuchtziel ist ein charakterfestes Sportpferd, das mit sich und seiner Umwelt im Einklang steht. Aber natürlich geht es hier auch um Dressur nach klassischen Prinzipien. Für die Zukunft haben wir in Planung, dass wir jetzt eben, nachdem die ersten jetzt fünfjährig sind, werden die Pferde vermehrt auf Mallorca auf Turnier vorgestellt. Also in den FEI-Prüfungen für 4-, 5- und 6-jährige Pferde. Aber in Planung haben wir dann auch, dass wir nächstes Jahr schon mal gerne möchten, auch mal ein paar Pferde aufladen und nach Deutschland fahren und auch in Deutschland ganz reell unseren Mitstreitern oder unserer Konkurrenz zeigen und mit denen uns messen wollen. Nach der Morgenarbeit werden die Pferde unter dem Sonnensegel versorgt und abgeduscht, bevor es zurück auf die spanischen Weiden geht, unter der Sonne Mallorcas.